Und damit willkommen zu Sonic Mania, dem Fangame. Dem letzten Game der Sonic 2 Games Expo. Ich hab's extra bis jetzt aufgehoben. Weil ich wollte, dass ihr es unbedingt jetzt erst seht. Sonic Mania, der Fangame. Wir schauen uns jetzt an. Das wird geil. Wir werden natürlich Sonic spielen, ist natürlich klar. Und ich muss mit Tastatur spielen, damit ich den Dropdown-Spin, den ich auch einsetzen kann. Weil unter Controller geht's nicht, haben die nämlich dran geschrieben, extra bei der Controller-Einstellung. Ah, geil. Ja, mit Space-Taste kann ich im Sinne den Dropdown auslösen. Wir spielen jetzt natürlich Sonic Mania. Und das wird lustig. Ah, wenn mich so wie Studio ein bisschen im Weg. Denn ich sehe gerade gar nichts mehr durch. Na, ganz ruhig, Sonic, wir gehen. Wow. Und? Ja. Voll geil. Nice. Also, Bock macht's mir schon auf jeden Fall. Und es... Ja, es ist eher für die Leute gedacht, die die Demo nicht spielen konnten. Beispielsweise, wenn sie beispielsweise nicht zu Gamescom gehen konnten oder so. Ich ja konnte ja nicht zu Gamescom. Wer es nicht genau weiß, warum ich zu Gamescom konnte, vielleicht weiß ich mich später als kurzen kennen oder so auf YouTube. Zu Gamescom 2016 konnte ich nicht gehen, weil ich in der Zeit, wo die Gamescom stattfand, meine mündliche Abschlussprüfung hatte und dementsprechend konnte ich ja leider nicht dahin gehen. Aber nächstes Jahr gehe ich auf jeden Fall zur Gamescom 2017. Das steht schon fest. Ja. Gut, beweis deinen No-Skill-Chaos. Beweis ihn der ganzen Welt, wie schlecht du bist. Na dann, nach oben. Na, hallo Eggman, na, wie geht's uns denn so? Also, ich weiß nicht, ob das eine Original-Stage ist oder ne. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ey, das bin ich das nützlich. Der Dropdown, der kann mich beispielsweise mal in den Arsch retten. Also wenn das Game so hier, ja, wirklich in Sonic Mania drin ist, dann fresse ich einen Besen. So, wir machen es so. Und hepp. Oh Gott, nein. Mann, komm. Wir sind da lang. Na komm. Eggman. Na komm. Du Plattform. So. Da hoch. Sega Sonic. Popcorn.
Was ist das? Satellitenschüsseln, interessant. Nochmal. Mann. Mir reicht's, komm. Ich will es eigentlich mal hinkriegen. Ich glaube, die Engine hat auch einige Probleme. So, zur Engine mal. Das ist nicht die Sonic Mania Engine, die ihr hier seht. Das ist eigentlich die Sonic World, World Engine. Also Sonic World Delta. Was ich ja schon gezeigt habe. Und die Engine ist hier in dem Sinne im Einsatz. Vielleicht angepasst, damit der eine Dropdown-Spin-Dash funktioniert. Auf jeden Fall ein sehr schönes Fangame, auch wenn es nicht original ist. Also, ich denke, beim Original wird der Controller funktionieren. Das kann ich wahrscheinlich noch nie nachbilden. Bin überrascht, dass sie echt so viel nachbilden konnten. Haben sie jetzt die kompletten Stages so nachgebildet, oder? Was haben die da gemacht, genau? Und Bams. Na komm. Das war nice. Das war Act 1 von Studio Polis. Interessant, also das hat Bock gemacht. Wir haben das komplette Spiel gespielt. Nice. Press Start. Ja. Wir spielen es natürlich nochmal, damit ich jetzt eigentlich noch das letzte sagen kann, ist mein Fazit. Und welche Spiele bei mir jetzt denn sozusagen wie reingekommen sind. Ich hole die mal raus, die Rangliste, dass ich es ein bisschen sehen kann. Und ja, erstmal meine Meinung zum Fangame. Erstmal, heilige Scheiße. Also ich bin beeindruckt, dass man mit der Sonic World Engine so einen geilen Scheiß bauen konnte. Wir spielen jetzt auf jeden Fall mit Shadow und es wird Zeit, dass ich euch jetzt meine Top 5 eher sage, weil ich jetzt als Top 5 zusammengestellt habe. What the fuck? What the hell, Shadow? What are you doing? Nothing. Okay. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich den mit Dropdown hochkrieg. So. Dann versuchen wir es mal irgendwie hinzukriegen. Auf jeden Fall, ja. Das wird schwierig. Auf jeden Fall so meine Meinung zum Fangame. Erstmal richtig geil gemacht, alles super und ja. Okay, das war's Fangame. Jetzt kommen wir zur Top 5. Die nenne ich jetzt eigentlich. Vielleicht habe ich schon mal doppelt gesagt, aber egal. Fangen wir an. Auf Platz 5. Der meiner Lieblings-Fangames der Sonic Amateur Games Expo 2016 ist dieses Spiel, Sonic Mania. Das ist Platz 5. Also, es konnte gegen die anderen Plätze nichts ausrichten. Ihr werdet nie erraten, welches Platz 1 ist. Okay, kommen wir zum nächsten. Auf Platz 4 haben wir
Sonic Utopia! Ja, Sonic Utopia hat sich den ersten Platz, den vierten Platz gesichert. Herzlichen Glückwunsch an den Entwickler von Sonic Utopia. Ja, lange. Super Arbeit. So, jetzt kommen wir zum dritten Platz. Der dritte Platz geht an Sonic Source. Ja, Sonic Source hat mir sehr viel Bock gemacht. Egal, auf jeden Fall, Sonic Source ist bei mir Platz 3 geworden. Aber da merkt man schon, wenn Sonic Source, ein Spiel, was ich richtig gefeiert habe, die ganze Zeit über auf dem dritten Platz, da muss ja echt was ganz Hardcores auf den ersten zwei Plätzen sein. Scheiße, ich hasse den Boost. Gott. So, kommen wir jetzt zum zweiten Platz. Ihr dürft mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr damit gerechnet hattet, dass er kommt oder ne. Der zweite Platz geht an Sonic World Release 7. Ja, dieses Fangame hat bei mir bis auf Platz 2 geschafft. Und damit ganz schwer vorne dran. Auf jeden Fall, World Release 7 hat mich sehr überzeugt, weil geile Level, geile Engine. Es war einfach alles geil für ein Blitz 3D Game, mal ganz ehrlich. Sowas erwartet man eigentlich gar nicht. Und die haben sowas richtig geil gebaut. Selbst Sonic Universe würde da halt aussehen. Ohne jetzt den Entwickler von Sonic Universe, also Sonic DBZFN 007 oder 07 zu beleidigen. Auf jeden Fall. Uns bleibt ja noch ein Fangame offen. Ihr wollt jetzt bestimmt wissen, wer hat eigentlich Platz 1 jetzt übernommen? Welches Fangame ist so super gewesen, hat mich so beeindruckt, mir so gefallen, dass ich unbedingt zu Platz 1 kühren will? Oder wollte? Okay, das wird schwierig. Ah. Also schnell hier hochkommen. Ich sag's euch. Platz 1 meiner Rangliste der Sonic Fangames, der Sonic Amateur Games Expo 2016 ist Sonic. Nein, nicht Sonic. Ich wollte gerade falsch anfangen. Ne, der Sieger ist Classic Sonic 3D Adventure. Dieses Fangame hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das zu Platz 1 erklärt habe. An den Entwickler von Classic Sonic 3D Adventure oder an den Entwickler. Mein herzlichen Glückwunsch, du hast das beste Fangame hingelegt, das ich dir gesehen habe. Und deswegen habe ich das zu Platz 1 erklärt. Es war natürlich auch eine harte Konkurrenz. Und ich glaube, ihr habt ja schon in Part 11 gemerkt, wie krass der Hype auf dieses Spiel war. So Classic Sonic 3D Adventure, als ich es gebracht habe. So einen krassen Hype. Sowas sieht man nicht alle Tage. Und ja. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Und ja. Wir sind tot. Auf jeden Fall, das war's jetzt mit der Sonic Amateur Games Expo 2016 hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt beim Zuschauen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was waren für euch eure Lieblings-Fangames der Sonic Amateur Games Expo 2016. Schreibt es mir ehrlich in die Kommentare, das würde mich mal richtig hart interessieren, was ihr da, wie ihr jetzt hier gesetzt habt. Was ich noch sagen möchte, bevor ich jetzt hier das Video beende und sage, ja, jetzt ist Schluss. Im Dezember möchte ich eine Homepage eröffnen, wo ihr euch nochmal alle Spiele runterladen könnt, wenn ihr sie noch braucht oder jetzt noch nicht runterladen konntet. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr freut euch auf die weiteren Projekte. Hattet Spaß gehabt beim Zuschauen der Fangames der Sonic Amateur Games Expo 2016 und ja,
Wir freuen uns auf die nächsten Sonic Amateur Games Expos in den nächsten Jahren. Ich habe ja mir vorgenommen, nächstes oder übernächstes Jahr mitzumachen. Also, ich will versuchen, mit Star Universe da irgendwie mal mitzumischen. Vielleicht schaffe ich es ja, damit mal mitzumachen, dass ihr vielleicht sogar mich mal dort findet, also dass ich mal präsent bin. Vielleicht zockt ihr es ja auch, wenn es dann dort zur Verfügung ist. Das wäre nämlich saugeil. Auf jeden Fall, das wäre jetzt wirklich alles. Mehr will ich jetzt nicht mehr sagen. Und damit machen wir jetzt hier einen Schlussstrich unter der ganzen Sache und beenden es hier. Ich bin Chaos95 und das war die Sonic Amateur Games Expo 2016 Reihe mit 56 Fangames. Wir sehen uns bei meinen weiteren Projekten und dann noch den zwei letzten Let's Play Projekten, die noch dieses Jahr kommen werden. Und ja, also dann bis zum nächsten Mal, einen schönen Feierabend noch und zum Grunde den Abschluss Emerald Control. Ah ja, by the way, bevor das jetzt kommt, der Sound. Wer am besten machen will, hier habt ihr echt das beste Material einfach gesehen. Das sind in den letzten 56 Videos oder so. In all den Videos sind gute Szenen zusammengekommen. Also wer besser machen will, viel Spaß damit. Wünsche auf jeden Fall. Und jetzt wirklich einmal mit Control.